du dieses Tier siehst, renn um dein Leben. Schrei nach Hilfe! Hilfe! Bro, ich denke mir da so, was, wenn jetzt gerade mein Nachbar das hört und der denkt, yo, ich habe ein Problem, Alter. Und gleich macht's Ding Ding, Polizei ist da. Oh mein Gott, Mann, ich habe nichts damit zu tun. FBI, open up! Aber wenn du dieses Tier siehst, lauf um dein Leben, denn das sind die gefährlichsten und krassesten Dinge, die du niemals berühren und nicht mal anschauen darfst. Macht euch bereit für was extrem krasses, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, dabei 5555 Likes. Mach ich einen Purzelbaum im nächsten Video auf dem Bett, okay? Versprochen. In den meisten Gebieten der Welt, wenn die Meeresfluten zurückgehen, wird uns eine verborgene Küstenlinie offenbart, die aus schönen, flachen Gezeitenbecken besteht. Okay. Viele davon sind mit bunten Pflanzen und bizarr aussehenden Meerestieren gefüllt. Wenn sich jedoch die Flut in Harpswell in den USA aus den Buchten zurückzieht, bleibt nichts außer endlose Wattenflächen, bestehend aus Schlamm. Mit dem Wasser verschwinden auch die Meerestiere. Doch was bleibt, sind unzählige Würmer, die sich im Schlamm durchschlängeln. Unter ihnen der giftigste Meereswurm der Welt. Was? Der Blutwurm. Bro, sind wir bei dem Alien-Film oder was? Bro, was für Blutwurm, Junge? Hey, yo, Bro, ich hab mit vielen gerechnet, aber nicht jetzt mit so einem Blutsauger. Alter, Bruder, saugt der mich jetzt aus? Saugt der so richtig an? No sexual? Er ist da! Der Hackfleisch-hackende Zerhacker! Der Hackfleisch-hackende Zerhacker! Bro, wer diese SpongeBob-Folge nicht kennt, Bildungslücke. Bildungslücke. Blutwurm. Bro, was ist das? Verloren. Bro, was gucken wir da an? Nun wird es schlammig und schmutzig, denn die Kreatur, die wir uns heute anschauen, findet man zumeist in den Tiefen des Schlamms. Okay. Dabei ist Vorsicht geboten, denn nicht selten bleiben Menschen in einem tiefen Schlamm noch Bro, stecken. Was ist das für ein Video? Digga, übertreib mal nicht so. Ich will heute Nacht noch schlafen. Es gibt Menschen, die sich darauf spezialisiert haben und eine Lizenz besitzen, um diese Blutwürmer legal einfangen Nein. zu dürfen. Du hast schon richtig gehört. Es gibt Menschen, die freiwillig diese gefährlichen Würmer suchen, Was? Sammeln und verkaufen. Denn diese werden von Fischern auch gerne als Köder benutzt. What? Das ist Anthony und er besitzt eine solche Lizenz. Mit einem speziellen Rechen findet er bis zu 1000 Würmer pro Tag. Boah. Die Wurmsuche im Schlamm ist extrem kraftraubend. Man muss schon körperlich fit sein, um nicht nach 5 Minuten umzukippen Boah. Und im Schlamm zu versinken. Bruder, ihr müsst mal überlegen für dieses Tier. Das ist so gefährlich und so krank. Ich habe euch gesagt, heute extra schlimme Edition. Wenn du das siehst, renn weg, lauf. Das ist ernst gemeint. Bro, du brauchst eine Lizenz dafür, um das fangen zu dürfen. Du brauchst eine Lizenz, weil du kannst sterben davon. Ja, oh na, ich bin raus. I'm out, Leute. Alles gut, Mann. Ich beobachte das von hier hinten, Mann. Leute, Ja, alles klar, ich hab euch. Also, falls ihr sicher sein wollt vor Blutwürmern, lasst ein kostenloses Abo da, dann beschütze ich euch, okay? Ansonsten, dann baller ich gegen euren Schädel. Okay, also wir buddeln jetzt. You ready? Winded, man. Also sehr anstrengend. Das ist Peterson und hier versucht er einen Blutwurm einzufangen, um zu beweisen, wie gefährlich es für nichtsahnende Strandgänger oder Angelfreunde okay. sein kann. Oh! Der Blutwurm ist ein fleischartiger und giftiger Meereswurm, Was? Der bis zu 35 cm lang werden kann. Er lebt unter Wasser, kann aber auch im nassen Schlamm überleben. Was viele nicht wissen, der Wurm kann auch ordentlich zu Nein! Fühlt sich der Wurm bedroht oder ist er hungrig, so schießt es einen alienartigen Rüssel mit 4 Greifzangen What? Aus dem Kopf heraus. Diese 4 Greifzangen, die Giftzähnen von Schlangen ähneln, bestehen aus Kupfer. Krass, oder? Diese kleine Kreatur hat tatsächlich Zähne aus Metall. Bro! Was gucken wir da gerade an? Dieser Wurm ist ein Raubtier und wenn es auf der Jagd ist, schlängelt es sich durch den... Wäre es ein leckerer Shake. Okay, yo, Leute, also warte mal. Ich hab keine Ahnung, was wir uns da angucken. Ich wusste nicht, dass das so krank umhergeht. Es tut mir leid, Bro. YouTube Family Friendly? Digga, was ist das für ein Tier, Junge? Der beißt rein und saugt die ganzen Dinger von denen aus. No sexual. Und schlägt das Herz Schlamm und ist für Menschen tödlich und...
Was? Bro, irgendwer muss doch so die Welt kreiert haben. So, ich stelle mir das immer so vor wie bei Sims. So, ah ja, dem Typ, diesen Marky-Mann, den lassen wir immer eine Cap aufsetzen, sonst sieht der absolut schrecklich aus. Und dann erstellt er so die Welt und denkt sich so, oh Mann, Alter, machen wir noch einen blutsaugenden Wurm rein. Das ist es, das braucht die Menschheit. Doch immer wieder greift die fleischfressende Kreatur sogar Menschen in flachem Wasser und nassen Sand an. Der Schmerz ist mit dem Stich einer Biene zu vergleichen. Oh mein Gott! Das ist echt einer der bizarrsten Kreaturen, die ich je gesehen habe. Kannst du den kleinen Knoten dort vorne sehen? Das ist ein Sinnesorgan. Es ist ein kleiner Tentakel und so erforscht diese Kreatur ihre Umgebung. Wenn man den Wurm in der Mitte durchschneidet, würde der hintere Teil des Wurms wieder nachwachsen. Echt faszinierend, oder? Diese alienartige Kreatur. Bro! Ich hoffe, ich werde nie einer dieser schrecklichen Kreaturen am Strand begegnen. Wenn du diese Kreatur siehst, lauf schnell weg und hol Hilfe. Bro. Was hältst du von diesem Wurm? Ja, okay. Ja, ich bin maximal verstört. Gut, wenn ihr dieses Tier seht, lauft weg, schreit und holt Hilfe, weil, Digga, der fährt seinen Rüssel aus und beißt euch damit, ne? Bro, wieso klingt alles so seltsam in dem Video? Ich red die ganze Zeit von Rüssel und ach komm, ihr wisst, was ich meine. Komm, wir gucken nächstes Tier an. Wenn ihr das seht, weglaufen, schreien, auf geht's. Wenn du am Strand bist und dieses unbekannte Etwas siehst, solltest du dich davon entfernen. In diesem Video werde ich erklären, was das ist und warum Neugier im schlimmsten Fall den Tod herbeirufen könnte. Was? Diese glitschige Schönheit tötet ihre Beute mit starkem Gift. Die Rede ist von der portugiesischen Galeere. Aha. Man findet sie vor allem im Pazifik, sie kommt jedoch auch in Teilen des Atlantiks vor. Sie besitzt eine spezielle Gasblase, die sie wie ein Segel an der Wasseroberfläche benutzen kann. Und bei ungünstigen Wetterbedingungen kann es eben mal vorkommen, dass sie an Land getragen wird. Okay. Die äußere Erscheinungsform der portugiesischen Galeere ähnelt stark einer Qualle. Ah. Sie ist aber nicht mal ein einzelnes Tier, sondern sie besteht aus einer ganzen Kolonie voneinander abhängiger Polypen bzw. Nesseltiere. Bitte was? Also eine sogenannte Staatsqualle. Warte, was? Die einzelnen Individuen sind nicht mehr lebensfähig, sondern auf den Zusammenschluss mit den anderen Polypen angewiesen. Bro, sind wir jetzt im Chemieunterricht oder was? Alter, Polyten, Polytomol, Polytomol, Hypoprophaxe. Digga, ich verstehe gar nichts mehr. Checkt ihr das noch? Leute, checkt ihr noch durch? Bro, heute, ihr müsst anscheinend alle Doktortitel haben, um dieses Video zu verstehen. Sorry, ey. Nächstes Video mache ich am Anfang Warnung hin. Du musst einen Doktortitel haben, um dieses Video zu verstehen. Da sie sich auf verschiedene Aufgaben spezialisiert haben. Ja. Die portugiesische Galeere wirkt wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Doch bei diesen Tieren ist höchste Vorsicht geboten. Die Tiere haben bläuliche, weiße oder violette Tentakel, die im Wasser Längen von 50 Meter erreichen können, okay, welche bei Berührung starke Schmerzen und Entzündungen auslösen. Oh. Optisch erinnern die Wunden an Peitschenschläge, au, die auch nach mehreren Tagen noch zu sehen sind. Schlimmstenfalls können bei Kindern oder geschwächten Menschen sogar Atembeschwerden oder Herzstillstand die Folge sein. Was? Am Land vertrocknen die Tiere, doch selbst dann sind sie noch giftig. Bro, ich finde das so gestört. Da ist so eine kleine lila-blaue Bubble da. Und wenn du die anfasst, kannst du einfach sterben. So kannst du einfach draufgehen, weil du das anfasst. What the heck? Was sind das für Tiere? Und Alter, wieso? Was machen die denn bitte, hä? Leute, ich habe keine Ahnung, aber wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Es war ein sehr interessantes Video. Checkt die Originalvideos ab, Dream und Wissensautomaten. Glaube ich, hießen die. Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Lasst ein Like da, wenn ihr absolut einen riesigen Pipi habt. Klickt hier aufs letzte Video. Dankeschön. Ich bin raus. Auf Wiedersehen. Tschüss.